Bei dem Patienten wird zugleich mit einer Videoaufnahme auch ein Tele-EEG abgeleitet. Er hört Musik und raucht. Plötzlich verändert sich sein Verhalten. Er wird auffällig, blickt nach links oben und im EEG zeigt sich über allen Ableitungen eine Anomalie. Es sind Spikes und Waves vorhanden, es sind Spitzenpotenziale, also eine epileptische generalisierte Entladung. Der Patient hat tonische Streckung der Extremitäten, dann zunehmend Zuckungen. Auf die tonische Phase ist jetzt auch die klonische Phase gefolgt. Es ist dies ein typischer Grand Mal Anfall. Die Zuckungen sind rhythmisch. Der ganze Körper ist verkrampft. Die Zuckungen werden langsamer. Das EEG zeigt weiterhin Veränderungen, die aber weniger heftig sind. Auch die Artefakte sind geringer. Der ganze Anfall dauert ungefähr eine halbe Minute. Am Schluss eine Erschöpfungsphase.